Der Sir Podcast. Geschichten vom Segeln, vom Ammersee und von interessanten Menschen. Und immer von Bord des Traditionsseglers Sir Shackleton. Hi alle, herzlich willkommen von der Sir Shackleton. Der Alex ist an Bord. Und wir machen heute eine Folge. Ich habe keine Ahnung. Der Klaus hat keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und das Schöne ist, der Klaus, der kriegt nochmal eine Überraschungsfolge. Die heißt 1852 und er rätselt schon seit Tagen. Aber heute machen wir eine viel interessantere Folge. Und zwar geht es um die Fahrten mit der Sir Shackleton. Im Grunde die 1852-Geschichte, die ist ja total spannend. Ja, total. Aber, und ich ziehe das noch raus, weil ich sehe schon, dass du total neugierig bist. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Also ich habe Jahreszahl geguckt, 1852, was da passiert ist. Das hat irgendwie, weiß ich nicht. Egal, du willst heute reden mit mir über? Über unsere Fahrten, die wir immer so machen. Wir haben ja immer nette Kundschaft dabei. Und da gibt es ja Early Bird und Familiensegeln, Vollmond. Und worüber willst du? Romantik? Ja, dass wir mal einfach über die Dinge reden, die wir hier so treiben. Junggesellinnenabschiede darf man nicht vergessen, die machen wir auch. Immer sehr spannend, immer gern genommen bei den Skippern. Wahnsinnig gern. Ja, genau. Ja. Also erzähl mal, Early Bird. Was ist Early Bird? Early Bird ist schrecklich. Weil du so früh aufstehen musst. Early Bird ist aber lüg doch nicht, du pennst doch eh meistens auf dem Schiff dann, oder? Nee, tatsächlich nicht manchmal, aber eher selten. Nein, es ist tatsächlich so, Early Bird hängt ja, wie du weißt, mit der Besonderheit am Ammersee zusammen, nämlich mit dem Südwind. Genau. Dieser Südwind, das ist eben eine geografische Besonderheit des Ammersees, ist ein thermischer Wind, der kurz vor Sonnenaufgang kommt. Das ist Wind oder Luftmassen, die aus den Alpen heraus strömen Richtung Norden und kurz vor Sonnenaufgang beginnen mit 3, manchmal sogar etwas mehr bevor, konstant von Süd über den See blasen bis etwa 9 Uhr. 9 Uhr 30. So was die Kante. Genau. Herrlich. Also eine Besonderheit. Ich mag es auch. Ja, es ist super. Aber Early Bird ist deswegen schrecklich, weil immer wenn wir den Early Bird Turn machen, dann klingelt einfach um 4 Uhr der Wecker. Ja, da musst du um 4 raus, spätestens. Und ich sitze immer, nein, ich sitze nicht, ich liege im Bett und denke mir, oh mein Gott, wer kam auf diese völlig bescheuerte Idee, diese Turns anzubieten? Wieso hat das jetzt jemand gebucht? Warum hat das auch noch jemand gebucht? Das ist unfassbar. Genau. Ich quäle mich also aus dem Bett, weil wir haben Gäste. Und die Gäste gehen vor? Die Gäste gehen selbstverständlich vor. Und ich dindel mir und ich fahre runter nach St. Alban und ich hole das Beiboot raus und ich fahre raus auf den See und es ist noch dunkel und es ist kalt und ich denke mir, ich könnte in meinem Bett liegen. Aber irgendwie draußen das Schiff dann schon herrichten, das ist schon, weißt du, das so, hat was. Diese Morgendämmerung, diese Ruhe. Was ich immer gern mag, ist der schöne Nebel, wenn es dann noch so leicht Nebel hat. Super. Hammer. Also da fängt es an, langsam gut zu gehen. Üblicherweise mache ich mir erstmal einen Espresso, um überhaupt in den Tag zu finden. Freunde, danach der Espresso an Bord ist gut. Absolut, wir haben guten Espresso vom Jörg Lattek. Liebe Grüße an den Jörg Lattek von der Kaffeerösterei. Und wir haben also den Gleis 1 hier an Bord, exzellenter Espresso. Dann geht es schon ein bisschen. Und wenn das Schiff dann fertig ist und ich wieder rüberfahre und unsere Gäste an der Kapelle in Empfang nehme, das ist ja auch immer lustig. Was? Die Kapelle oder die Gäste? Die Gäste. Wenn ich die anschaue morgens, die kommen dann ziemlich verknittert. 5 Uhr. Und ich sehe denen an, die haben heute Morgen das Gleiche getan. Wie ich im Bett. Was für ein Scheiß. Wie bescheuert bin ich, um diesen Turn zu wohnen, immer so früh aufstehen. Aber man muss dazu sagen, die gehen um 9 alle mit dem Grinsen vom Schiff. Erstmal stehen sie um 5 Uhr morgens, stehen sie völlig zerknittert an der Kapelle und denken sich, what the hell? Ja. Aber alle sind hinterher happy, gell? Ist komisch. In der Tat, wir legen ja dann ab. Und du hast völlig richtig gesagt, meistens haben wir noch Nebelschwaden auf dem See. Ja, so ganz leicht. Oh, das ist so der Hammer. Schick. Und wenn dann langsam, so gegen Sonnenaufgang, der Wind einsetzt, das Schiff Fahrt aufnimmt. Und was großartig ist, ist, wenn die Sonne dann über dem Ostufer, da in der Nähe von Andex, die Sonne hochkommt, dann ist es ganz witzig, weil die Sonne beleuchtet erstmal den Masttop.
die oberste Spitze vom Mast. Und das Segel ist unten noch dunkelgrau und von oben ist es golden. Und langsam wird diese goldene Farbtönung vom Segel kommt langsam immer tiefer, je höher die Sonne Das steigt. müssen wir mal filmen. Das ist so der Hammer. Da geht mir also auch regelmäßig wirklich das Herz auf. Und dann sind die Gäste an Bord, die sind schon sehr, sehr, sehr berührt. Und ruhig. Oh, total. Und das Schiff, weil der Wind ja so gut ist, läuft dann. Du hörst eine Bugwelle plätschern und sie zieht dann über den See. Und wenn die Sonne spitzelt, also wenn die Sonne das erste Mal an Deck sichtbar ist, dann reiche ich Kaffee und frische Croissants. Und drum wird das gebucht. Jetzt weißt du wieso. Und das ist auch All tatsächlich, inclusive. ja, und das ist dann schon der Moment, wo ich sage, das hat sich schon gelohnt, heute wieder um 4 Uhr morgens aufzustehen, weil dann sind die Gäste wirklich, die Leute sind glücklich. Ja? Das ist ein erhebender Augenblick. Ja, ist gut. Und Ja. wir haben ja auch schon so manche Tage auf dem Schiff verbracht. Dann kurz danach kommt um 10 Uhr, geht dann Familiensegeln los. Unter Umständen. Oder Südsee oder Oder Ammersee rund. Ammersee rund, genau. Also Ja. die Tagesturns, Ja. die sind ja auch immer eigentlich ganz gut, finde ich. Du, da bist ja du meistens dann irgendwie Ja. auch an Ruder und in Verantwortung. Hat was. Also das macht auch immer richtig Spaß. Die Leute gehen baden, also zwischendurch, wenn man irgendwo stehen bleibt oder einfach nur die Segel runter tut. Das ist cool, wenn die Leute Alle können merken, wenn die reinspringen. sagen, oh, schwimmen wäre jetzt toll. Ja. Also es sind ja manchmal Gäste, die sagen, oh, schwimmen wäre jetzt toll. Und wir sagen, ja, Dann schwimmen wir. dann machen wir das jetzt. Genau. Und wir bremsen das Schiff und halten es an und drehen bei, dass das Schiff ruhig liegt und legen die Badeleiter aus. Da strahlen die schon immer so. Und Oder mitten auf dem See schwimmen ist schon cool, man oder? ankert mal irgendwo, wenn es gerade nett ist, irgendwo einen Ried. Abends nochmal schnell einen Anker raus, Brotzeit machen. Also mein bevorzugter Ankerplatz ist ja tatsächlich Seeholz. Ja, das ist auch schön. Da war ich ja auch schon ein paar Mal in Das der ist ja mein Ecke. Das ist bevorzugter schon Ankerplatz, schick. ja. Genau. Wobei ich mag die Abendturns ganz gern. Die Absolut. finde ich richtig gut wegen dem Sonnenuntergang. Absolut. Oder die Vollmondfahrten, die gehen ja noch länger wie die Abendturns. Absolut. Bis um 11 dann. Also das ist schon sehr, sehr cool. Da kann ich mich letztes Jahr, genau, hatten wir einen Vollmondturn. Da ist der Mond aufgegangen und den hat man noch nicht gesehen. Man hat ihn nur durch den Wald leuchten sehen, neben Andex, oben durch diesen Fichtenwald durch. Extrem gut. Sehr cool. Absolut, ich mag die Turns auch. Also der Sonnenuntergang auf dem See, man glaubt es ja irgendwie nie, dass das in Bayern geht, aber es sind unfassbar schöne Sonnenuntergänge hier am See Ja, und ich habe da auch ein paar Bilder gemacht, die habe ich ein paar Leuten gezeigt, die haben gesagt, du, in der Karibik gewesen, geht's noch? Nö, Ammersee, Freund, Ammersee. Da wird nicht geflogen, nein, wir segeln. Super. Was wir Oder bei aber. mitten auf dem See war ja auch so gut der Sonnenuntergang letztes Jahr. Oh Der ja. war ja klasse. Oh ja. Und Blutrot. Wir wollten ja gar nicht so lange bleiben bei mitten auf dem See, weil ich sagte, wir wollen bald heim und dann war es nur 20 Minuten, bis der Mond aufgegangen ist und dann Ja. kam der Mond dann rein. Ja, siehst du, dann sind wir mit den Fahrten schon durch und wir haben schon wieder Lust auf eine neue Episode Ah, gemacht. ich möchte noch. Mitten auf dem See machen wir eine Folge, würde ich Ja, da machen sagen. wir eine Folge übrigens. Aber Das wird eins, lustig. ich muss nur einen nachlegen, Na, weil, und also, leg nach, los. ja, also diese Sonnenuntergänge ist super, aber was für mich auch noch ein sehr, sehr schöner und erhebender Augenblick immer ist, nachts schläft der Wind ja üblicherweise ein. In der Regel, ja. Ja, und wir sind ja dann meistens irgendwo mitten auf dem See. Und dann schmeißen wir ja die Maschine an, um zum Heimzukommen. Und lassen sie aber nicht wahnsinnig schnell drehen. Nee, die tuckert dann so vor Die sich hin. tuckert vor sich hin. Und durch die Finsternis, durch die Dunkelheit über den See zu fahren, ist für mich immer eines der erhebendsten Augenblicke. Und das Spannende ist, dann fragen mich die Gäste manchmal, wie weißt denn du, wo wir hin müssen? Ich kann da aus Erfahrung nur sagen, man fährt immer nach Kühl. Sag ich auch immer, keine Ahnung, irgendwo in der Richtung wird schon die Boje sein. Genau. Da verschrecken sie immer fürchterlich. Ja, das ist da immer entsetzte Gesichter, gell? Und wenn ich denen dann erzähle, dass mein Orientierungspunkt tatsächlich die Straßenlaterne an der Ecke von St. Alban ist, da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob die Leute dann noch glauben, dass ich heimfinde. Ja, das ist aber unter Umständen auch noch auch schwierig. Kannst dich mal erinnern, wir hatten einen Turn abends auch und da stand da oben ein Baukran Das war fies. mit dieser Werbebeleuchtung und dann wussten wir nicht mehr, welches Licht ist jetzt das Richtige. Das war Das war gemein. gemein, bis man es Das war. gewusst hat, Ja. dass links unten die Laterne ist. Ja. Aber wir können ja auch mit tiefen Messern navigieren. Also, um jetzt allen möglichen Menschen, die vielleicht Sorge haben, dass wir abends heim. Wir kommen Wir immer haben heim. bis jetzt noch immer nach Hause Immer. gefunden. Und wir haben auch immer unsere Boje gefunden. Wir haben auch immer die Ja. Boje, absolut. Also da Ja, ist noch keiner auf dem See geblieben. gibt's
nichts zu befürchten. Schön. Ach, ich freue mich schon wieder auf die Turns. Ja, so ist Ja, es. ja. Hoffentlich machen wir die bald wieder. Ja. Und du skipperst wieder? Ja, du auch? Ja. Ja. Ich liebe ja deine Seemanns und Ich kenne mich ja nicht aus, ich bin nicht Schwimmer. Darum bin naja, ich ja auf dem Schiff. also für alle, die jetzt zuhören, der Alex erzählt großartige Gruselgeschichten von seinen Wasserwachteinsätzen. Es ist eine Freude, ihm zuzuhören. Na, so ein paar Sachen habe ich halt schon gesehen, gell? Ja, und das macht die ganze Sache wirklich sehr, sehr interessant und spannend. Also während der Christian und ich ja eher im Bereich Seemannsgarn unterwegs sind, kann der Alex ja wirklich Ich muss immer sehr Berichte spannende schreiben, ja, Geschichten erzählen. dramatisch. Ja, sehr, sehr spannend. Na gut. Super, Alex. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Freue mich, schön, dass ihr da wart, Alex. Dank dir. Ciao. Ciao.